dich danach aus, als würde es da was geben. Aber wenn ich da runter gehe, wie komme ich wieder hoch? Die Versuchung ist groß, aber vielleicht sollte ich erstmal zum Turm. Vielleicht gibt es dann einen Speicherpunkt und dann komme ich nochmal schnell zurück. Dann schauen wir das Ganze im Nachhinein an. Ich höre schwere Schritte. Das hört sich an wie der Typ mit der Sense. Hallo? Da unten sind Hunde? Ja, ich versuche es gerade mal nicht herauszufinden, wer oder was diese Schritte verursacht. Ich will da... Kann ich nicht? Muss ich jetzt wirklich da durchlaufen? Das sieht... Kann ich mich da hochschmuggeln? Ja, kann ich. Das ist beruhigend. Was auch immer da für ein Labyrinth ist. Da hinten waren wir vorher bei den Zwillingshäusern. So, dann sind wir hier beim Turm und ich will dann nachher noch gleich da runter. Hopp, rüber. Okay. Was gibt's hier? In den Ruinen? Da ist ein Haus, da könnte ich rein. Das sehe ich mir mal eben an. Au. Ah, was zu essen. Was zu essen nehme ich mit. Dankeschön. So, was gibt's hier Schönes? Zeig mal hier. Ah, was zu speichern. Das ist toll. Quick Save. Komm, ich mache auch mal hier einen richtigen Save. Du siehst ziemlich tot aus. Rashid? Ah, das ist ein... Rashid! Shit! Rashid! Mann, Alter! Lebst du noch? So, du hast... Ja, du warst ein Arschloch, aber du hast es nicht verdient. So, was hast du denn geschrieben? Ah, eine neue Karte. Gut. Da unten waren wir. Da gab es die Wasserquelle, also das sind diese Häuser. Dann ist hier der Turm, wo wir gerade sind. Und da gibt es offenbar irgendein Tor oder so. Keine Ahnung. Und hier geht gerade Musik übelst ab. Ich fühle mich gerade wieder unsicher. Da kann ich rüberspringen, komm. Hopp. Perfekt. Und was bringt mir das Ganze jetzt hier, dass ich hier oben bin? Hat das irgendeinen Sinn? Ja, außer, dass ich da rüberspringen kann, aber... Das, ja gut, okay. Oh Gott, okay. Und die Musik ist sofort wieder aus. Das ist, Das hätte irgendwas passieren sollen? Habe ich da was getriggert? Okay, ich hab den Turm gefunden. Ich habe jetzt auch gespeichert. Ich habe jetzt auch gespeichert, das heißt, ich kann es mir jetzt einfach mal erlauben. Ich kann jetzt so frech sein und da runter gehen und mir das Ganze ansehen. So, was gibt's denn hier Schönes, außer einen Hund? Oh Gott, das kann... Das war zu hoch. Das war zu hoch. Das war viel zu hoch. Also mache ich denn sowas? Na egal. Komm. Hopp. Okay. Hallo Hündlein. Gibt's hier was? Irgendwas Tolles. Wozu gibt's den Abschnitt hier? Hat das irgendeinen Sinn gehabt? Ich denke nicht. Toll. Aber da hinten gibt's noch was. Ich glaube, da kann ich auf einen anderen Weg in den Turm rein. Oder vielleicht war die Tür sowieso verschlossen und ich musste hier hinten lang. Das könnte ich mir gut vorstellen. Habe ich jetzt natürlich nicht nachgesehen, aber ich glaube, die Tür sah verbarrikadiert aus. So viel kann ich schon mal sagen. Na komm, rüber da. Geschehen. Und einmal da hoch. Zumindest die Aussicht ist schön. Das mit dem Schwimmen, also der hier hat ja irgendeine Lady oder ein Typ von dem Brief, den wir vorhin gelesen haben, vor, wegzuschwimmen. Aber ich glaube, die Aussichten dafür oder die Erfolgschancen, die stehen eher schlecht. Ich würde mir zumindest ein Boot basteln oder suchen. So, gut, jetzt sind wir hier auf der Rückseite offenbar. Mit was zu essen für mich, dankeschön. Noch mehr zu essen. Hier gibt es eigentlich eh genug zu essen. Ich glaube, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad wäre das Ganze ein bisschen rarer. Und okay, an das kann ich mich auch erinnern. Da ist ein Tor, das ist versperrt, ne? Da gab es auf jeden Fall was.
Naja. Darüber? Alles klar. Und da oben ist auch ein Turm. So, was hat mir das jetzt, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? So nüchtern betrachtet, wozu habe ich das Ganze gemacht? Es war nur ein Umweg, weil eigentlich war ich ja schon längst hier. Okay, gut. Dann, die Tür ist zu, genau. Dann müssen wir hier drumherum klettern. Aber zumindest haben wir das da unten gesehen und da hinten ist ein Garten. Oder? Ich sehe mich hier gerade mal um. Also ich kann mich nur noch an das Tor da unten erinnern und wo muss ich... Oh, okay. Es war versperrt und irgendwas brauchte man dazu. Und die Framerate, das liegt nicht an der Aufnahme, das liegt tatsächlich am Spiel. Ich gucke gerade doch mal ganz kurz. Ja gut, ich wollte nur sicher gehen, dass die Aufnahme eh aufnimmt. Okay. Keine Ahnung, was das war. Das dürfte eine Hilfestellung gewesen sein. Kann ich... Dankeschön. Das war durchs bloße Raus- und Reintappen so. Ich habe nichts gedrückt. Zumindest wüsste ich nicht, was ich gedrückt hätte. Oder haben soll... Soll ich darüber? Ernsthaft? Ja, ich soll... Okay. Puh. Okay, ich soll darüber. Na dann aber nur mit Anlauf, bitte. Okay, das ist immer so... Da kneife ich immer ganz fest die Arschbacken zusammen bei solchen Sprüngen. Das sieht nämlich immer so knapp aus. So. Was gibt's hier? Wo ihr. Ah, darüber. Okay. Hops. Alles kein Problem für den Parkourmeister hier. Und zack. Ich meine, diesen Holzstücken hier würde ich auch nicht unbedingt vertrauen. Die sehen schon ein bisschen morsch aus und die hängen auch so lose rum. Es ist jetzt nicht sehr vertrauenserweckend. Ah, ganz easy habe ich das hier rüber geschafft. Mein Gott, bin ich gut. Hallo. Ich kann dich... Okay, die Möwen sind unsterblich. Und hier gibt es einen Speicherpunkt. Erstmal hier. Zack. Die Flasche nehme ich mit. Dann speichern wir nochmal richtig. Ich meine... Wenn man kann, kann man, ne? Und was zu lesen. New Document, der 27. Juli. Sieh sie dir an. Ich kann sie ganz klar von hier oben sehen. Ganz kleine, weiße, wie kleine, weiße Ameisen krabbeln sie im Olivengarten oder, ja, Garten. They live their bucolic lives. Ich keine Ahnung, was bucolic heißt. Könnt ihr jetzt mal googeln, ich weiß es gerade nicht. Sie leben ihr Leben ganz... Oblivious, ja, ignorant, keine Ahnung. Of what's lying behind the socialist utopia. Sie leben ihr Leben ganz, ganz ignorant. Ja, was da hinter ihrer utopischen Gesellschaft liegt. Die Wachen haben uns angezogen. Dress like them, also die Wachen haben uns wie sie angezogen. Um sicherzugehen, dass wir nicht, dass nichts auffällig ist. Lächerlich. Manchmal fühle ich mich so, als würde ich gern schreien, um sie von ihrem illusionären Traum aufzuwecken. Aber ich werde es nicht. Trotz allem. Ich werte mein Leben immer noch mehr. Ich schätze mein Leben mehr. Ah, da kann ich Treppen runter. Wo? Ah, hier? Hier? Ernsthaft? Ich soll da? Gibt's keinen einfacheren Weg? Oder hier? Das sieht aus wie Treppen. Das ist doch viel sympathischer. Da ist ein Tor. Okay, was gibt's hier Schönes? Kann ich einfach runterlaufen? Was? Okay. Da ist, ja, noch weiter runter. Ah, okay. Und das ist hier? Hallo Ratte, stirb. Wow. Ah, hier ist die Tür, genau, okay, verstehe. Ich werde mir hier eben die Beeren gönnen. So.
Okay, hier ist die Tür, die habe ich jetzt entriegelt. Das heißt, ich kann immer den einfachen Weg rein. Hier gibt es auch einen Kellerabteil. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nämlich nicht, was ich zuerst machen soll. Das ist immer so bei diesen Spielen, weil ich einfach alles sehen will. Aber ich fange einfach mal von ganz unten an. Das klingt doch eigentlich wie ein Plan, oder? Oder soll ich von ganz oben? Ach komm, ich mach mal ganz unten. Ich kann ja sowieso wieder hoch. Hier gibt es was zu lesen. Sogar viel zu lesen. Oh, Gott verdammt. Was, wo? Wer? Miese, du miese kleine. Wo bist du? Komm her. Du miese kleine Drecksratte. Okay, das ist jetzt wieder nur ein Work Report gewesen. Das ist jetzt nicht unbedingt so. Könnt ihr mal eben durchlesen, wenn ihr wollt. Die streunenden Hunde machen Probleme. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren. Ich habe mich dazu entschieden, dasselbe Gift auszulegen, wie das, was wir in Pinewood für die Wölfe verwendet haben. Mir ist es egal, ob Bruder Nummer 3 sich darüber beschwert, seine Hündchen zu verlieren. Ich bin sicher, du wirst es verstehen. Du kleine miese Ratte, komm her! 5. August, lieber Bruder Nummer 1. Ich habe Gründe zu vermuten, dass die Arbeiter am Küstenturm planen zu fliehen. Einer unserer Soldaten hat eine kurze Nachricht auf einem Stück Papier gefunden. Arbeiter wurden dabei gesehen, wie sie diese Notiz untereinander weitergereicht haben, bis einer davon es zerknüllt hat und weggeworfen hat. Die Nachricht ist kryptisch, aber scheint über ein Event zu handeln, das in 5 Tagen stattfinden soll. Ich schlage vor, wir handeln so früh wie möglich. Mit deinem Einverständnis werde ich sofort damit umgehen, damit beginnen. Ich befürchte, dass unser Deal mit den türkischen Offiziellen, also mit dem türkischen was auch immer, sich ein wenig verspäten oder verzögern wird. Diese dumme Ratte. Komm her. Jetzt gibt's. Ja, du Mistvieh, komm her. So, das war's jetzt mit dir. Nervratte hier. So, gibt's hier unten noch was? Oh, nee, offenbar nicht. Okay, das war alles? Echt jetzt? Gut, nächstes Stockwerk. Gehen wir weiter hoch. Da ist die Tür. Es ist auch ein bisschen dunkel hier. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme gut. Hier kann ich offenbar gar nichts machen. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter hoch. War mal erstmal eigentlich eh ganz oben wieder gleich. Hier kann ich nichts machen. Aber jetzt müssten wir. Ja, genau, hier sind wir auch schon. So. Einmal darüber. Was gibt's hier Schönes? Wieder was. Meine Güte, hier gibt's echt viel zu lesen. First ship, 8 days, no good. Erstes Schiff, 8 Tage, nicht gut. Das ist, ja, eloquent. Sehr eloquent. Und jetzt? Ne, komm. Hier gibt es doch mehr, oder? Oder muss ich jetzt wirklich diesen umständlichen Weg gehen, den ich eigentlich nicht gehen will? Den hier. Treppe runter. Also die Definition von Treppe müssten. Warte. Warte, 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 warte. Ich speichere hier mal eben, bevor wir uns hier in den Tod stürzen. Ist schön hier. Hier könnte ich mir so ein kleines Lager aufschlagen und hier einfach bleiben. Okay. Ah doch, guck, es gibt diese Anzeige noch, dass man nicht unendlich lang klettern kann. Oh Gott. Die ist da unten in der Mitte von der Gesundheit. Verringert sich mit jedem Sprung ein Stückchen. Ist jetzt aber die Treppe runter. Jetzt bin ich ja wieder. Oh Gott. Und jetzt? Hilfe! Ja, ich denke, ich habe hier eine etwas ungünstige Sit. Oh Gott. Au! Jesus! Ungünstige Situation erwischt. Das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Oder nicht dahin, wo ich wollte. Aber zum Glück ist die Tür schon offen. Hier gibt's doch noch mehr. Erzähl mir nix. Ich sehe es doch. Hier gibt's ein Brecheisen. Noch ein Brecheisen? Brecheisen. Ach,
komm, jetzt lass mich doch hier mal. Was könnte ich denn...